Als ich aus dem Schlaf erwachte, stöhnte ich wegen der Schmerzen in meinem Nacken. Oh, ich muss wirklich in einer dieser seltsamen Positionen geschlafen haben. Ich fühle mich schrecklich. Ich versuchte, meine Arme auszustrecken, um die Verspannung in meinem Körper zu lösen. Aber anstatt den weichen Komfort meines Bettzeugs spürte ich etwas Hartes. Wo bin ich? Ich konnte kaum etwas sehen. Ich spürte nur das harte Holz unter mir. Ein Lichtschimmer kam durch ein Loch an der Seite des Holzes. Ich richtete mich auf und schaute durch. Oh mein Gott. Ich war schockiert und setzte mich auf den Boden. Bin ich in einem seltsamen Traum oder sowas? Ich schaute wieder aus dem Loch und als ich die Szene vor mir sah, wusste ich, dass es kein Traum war. Alles, was ich vor mir sehen konnte, war ein riesiger Ozean, der bis zum Horizont sich erstreckte. Mein Herz klopfte wie verrückt und Panik stieg in meinem Körper auf. Ich begann zu rufen und zu schreien. Hilfe! Hilfe! Bitte hilft mir jemand! Ich tastete mich herum und befand mich offensichtlich in einer Art Kiste, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich dorthin gekommen sein könnte. Ich begann gegen die Seiten der Kiste zu hämmern. Hilfe! Hilfe! Ich stecke in dieser Kiste fest! Bitte helft mir! Ich schaute durch das Loch. Es gab kein Zeichen von Lebenden. Ich sackte auf dem Boden zusammen und Tränen flossen mir übers Gesicht. Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Ich sprang auf und schaute durch das Loch und tatsächlich konnte ich einige Leute sehen, die auf die Kiste zukamen. Hilfe, Hilfe! Aber anstatt mir zu helfen, standen sie nur da und lachten. Was mache ich hier? Das will ich wissen. Wo sind meine Eltern? Hahaha, deine Eltern sind diejenigen, die dich hier reingesteckt haben. Bevor ich weitermache, stellt euch sicher, dass ihr liked und abonniert und die Glocke aktiviert. Dann werdet ihr nicht verfrachtet. Ich sollte wahrscheinlich am Anfang beginnen, damit diese Geschichte mehr Sinn ergibt. Um ehrlich zu sein, war mein Leben ziemlich normal. Ich kam gut in der Schule zurecht und hatte viele Freunde. Ich hatte nicht das beste Verhältnis zu meinen Eltern, aber es war in Ordnung. Es passierte eigentlich nie etwas Außergewöhnliches, bis zu meinem Cousin am Wochenende zu Besuch kam. Diana, dein Cousin Liam kommt zu Besuch. Wir möchten, dass du ihn willkommen heißt, okay? Ja klar, er kann kommen und mit mir und meinen Freunden abhängen. Als ich Liam kennenlernte, fand ich ihn unheimlich. Das Erste, was er tat, als er bei uns zu Hause ankam, war direkt in die Küche zu gehen und Gurkensaft zu trinken. Ew, das ist eklig. Mach es nicht schlecht, bevor du es probiert hast. Nein, danke. Und wann lerne ich deine Freunde kennen? Obwohl ich dachte, dass er seltsam war, habe ich meinen Eltern versprochen, nett zu ihm zu sein. Also gab ich ihm eine Chance. Wir werden heute Nachmittag etwas unternehmen. Du kannst mitkommen, wenn du willst. Ja, okay, klingt gut. Als ich ihn meinen Freunden vorstellte, fing er wieder an, sich seltsam zu benehmen. Er machte ständig Fotos von ihnen, ohne zu fragen. Einmal hob er sogar das Getränk meiner Freundin auf und nahm einen Schluck davon. Ich meine, wer macht sowas? Aber das Schlimmste war, was er getan hat, als wir eines Tages in meinem Zimmer abhingen, nur wir beide, und plötzlich beugte er sich vor und versuchte mich zu küssen. Natürlich habe ich ihn weggestoßen. Ew, eklig, was machst du denn da? Du bist mein Cousin. Aber genau das sollten wir doch tun. Ich starrte ihn verwirrt an. Hä? Ich war verwirrt. Was genau meinst du? Unsere Eltern haben gesagt, wir sollen heiraten. Aber wir sind doch erst 16. Das spielt keine Rolle. Unsere Eltern zwingen uns dazu. Aber warum? Liam erklärte, dass seine Eltern der Kopf einer kriminellen Bande in einem fremden Land seien. Und deine Eltern sind die Anführer einer kriminellen Bande in dieser Gegend. Wenn wir heiraten, würden wir beide Banden zu einer unschlagbaren Organisation schließen. Wir würden die Straßen beherrschen und das Verbrechen der Polizei kontrollieren. Ich war so schockiert, dass ich nicht glauben konnte, dass das, was er sagte, wahr sein könnte. Ich beschloss, meine Eltern damit zu konfrontieren. Aber als ich es ihnen erzählte, stritten sie alles ab. Liam lügt, Diana. Ich habe keine Ahnung, warum er so schreckliche Sachen sagen sollte. Bitte ignoriere ihn einfach. Natürlich war das nicht wahr. Ich hatte die ganze Zeit gewusst, dass Liam seltsam war. Ich hätte nie an meinen Eltern zweifeln dürfen. Ich denke, es ist das Beste, wenn Liam jetzt geht. Wir sagen ihm, dass er seine Sachen zusammensuchen soll. Liam sah nicht sehr glücklich aus, als mein Dad ihm sagte, dass er gehen sollte. Aber er ging in sein Zimmer und begann, seine Sachen zu packen. Er tat mir ein bisschen leid, also beschloss ich hochzugehen, mich bei ihm zu entschuldigen und mich zu verabschieden. Als ich in sein Zimmer kam, stand er mit dem Rücken zu mir. Hey Liam, nichts für ungut, ich wollte mich nur verabschieden. Liam drehte sich um, aber als er das tat, spürte ich, wie mich was im Gesicht traf. Eine Flüssigkeit. Ich wurde schläfrig und dann ohnmächtig. Als ich aufwachte, befand ich mich in einer Art Holzkiste. Mein Körper war steif und mein Nacken tat weh. Wo bin ich? Was ist hier los? In der Seite der Kiste war ein Loch, durch das Sonnenlicht schien. Und als ich durchsah, konnte ich das Meer sehen.
Ich bin auf einem Schiff mitten auf dem Ozean. Aber wie bin ich denn hierher gekommen? Und was ist hier los? Ich war so verwirrt, dass ich anfing zu schreien. Hilfe! Hilfe! Schließlich kam jemand, um mir zu helfen. Aber was sie mir sagten, war der größte Schock meines Lebens. Sie sagten mir, dass es meine Eltern waren, die mich in die Kiste gesteckt hatten. Ihr lügt! Lasst mich sofort hier raus! Wir werden in ein paar Stunden anlegen, dann wirst du aus der Kiste gelassen. Bis dahin wirst du dich benehmen, wenn du weißt, was gut für dich ist. Ich hatte keine andere Wahl, als zu tun, was sie mir sagten. Schließlich hörte ich, wie die Motoren abgestellt wurden und das Schiff zum Stillstand kam. Ein paar Minuten später kam jemand. Komm mit uns. Sie führten mich vom Schiff und setzten mich in einen Lieferwagen. Sie fuhren etwa 10 Minuten. Als wir anhielten, holten sie mich aus dem Wagen und brachten mich in ein Lagerhaus. Kurz darauf kam Liam mit einem älteren Paar herein. Diana, das sind meine Eltern. Sie sind deine zukünftigen Schwiegereltern. Ich war so geschockt, dass ich kaum ein Wort sagen konnte. Hallo. Du wirst hier bleiben, bis wir heiraten. Keine Sorge, du wirst gut versorgt. Ich konnte nicht glauben, was mit mir geschah. Ich begann sehr verzweifelt zu sein. Wie konnten meine Eltern mich nur so verscherbeln? Ich wollte schreien, aber ich wusste, dass mir das nichts nützen würde. Stattdessen beschloss ich einfach mitzuspielen und sie glauben zu lassen, ich hätte mich mit der Situation abgefunden. Ich musste einen Plan ausdenken. Meine Eltern werden alles für unsere Hochzeit organisieren. Es wird ein paar Wochen dauern, bis wir alles geplant haben. Das ist schon in Ordnung, sondern wir haben mehr Zeit, uns besser kennenzulernen. Ich schenkte Liam ein süßes Lächeln und es schien zu wirken, denn er grinste mich an. Siehst du, ich wusste, dass du irgendwann zu uns kommen würdest. Sobald wir verheiratet sind, werden unsere Familien die größte kriminelle Organisation der Welt sein. Liam und seine Eltern verließen den Raum und als sie aus der Sichtweite waren, sackte ich auf den Boden und begann zu schluchzen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich da wieder rauskommen sollte, aber ich würde Liam auf keinen Fall heiraten. Ich weiß nicht, wie lange ich da saß und weinte, aber schließlich versiegten meine Tränen und ich wischte sie ab. Weinen wird mich auch nicht aus dieser misslichen Lage befreien. Ich muss mir einen Plan einfallen lassen. Ich begann, mich in mein Zimmer umzusehen, um zu sehen, ob es einen Ausweg gab. Aber es gab nur eine Tür und sie war von außen verschlossen. Es hat keinen Sinn. Ich komme nie wieder hier raus. Plötzlich hörte ich, wie der Schlüssel sich drehte. Oh nein, das muss Liam sein, der zurückkommt. Als ich die Tür öffnete, war es nicht Liam. Es war ein anderer Junge, wahrscheinlich ein paar Jahre älter als ich. Ich erkannte ihn als einen der Leute, die ich auf dem Schiff gesehen hatte. Er muss für Liams Eltern arbeiten. Hier, ich habe dir was zu essen mitgebracht. Er reichte mir einen Teller mit Essen und ein Glas Wasser. Danke, wie heißt du? Er sah mich zögerlich an und dann sagte er, ich bin Joe, Diana. Er lächelte mich an und verließ den Raum. Ich fühlte mich überhaupt nicht hungrig, aber ich wusste, dass ich meine Energie aufrechterhalten musste, wenn ich eine Chance haben wollte zu entkommen. Ich zwang mich, das Essen hinunterzuschlingen. Und als ich fertig war, begann ich wieder darüber nachzudenken, wie ich entkommen konnte. In den nächsten Tagen sah ich weder Liam noch seinen Eltern. Sie waren offensichtlich mit Vorbereitungen für die Hochzeit beschäftigt. Aber wenn Liam bei mir vorbeischaute, achtete ich immer darauf, dass ich ein breites Lächeln für ihn hatte. Ich wollte nicht, dass er misstrauisch wurde. Er sollte nicht denken, dass ich mich über die Hochzeit nicht freuen würde. Aber abgesehen von Liam sah ich nur Joey. Er brachte mir jeden Tag Frühstück, Mittag und Abendessen. Ich begann mich darauf zu freuen, ihn zu sehen. Als er mir eines Tages mein Mittagessen brachte, bat ich ihn noch eine Weile zu bleiben. Bitte geh nicht so schnell, ich bin einsam und allein. Es wäre schön, jemanden zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tun kann. Warum nicht? Wir machen doch nichts Falsches, oder? Ich denke nicht. Danach begann Joe immer mehr Zeit mit mir zu verbringen. Wir wurden richtig gute Freunde. Ich bin so froh, dich als Freund zu haben, Joe. Ich würde hier alleine ganz verrückt werden, wenn ich dich nicht hätte. Ich bin auch froh, Diana. Ich mag dich wirklich. Als ich seine Worte hörte, setzte mein Herz einen Schlag aus. Ich frage mich, ob Joe die Lösung für mein Problem sein könnte. Ich dachte eine Weile drüber nach und beschloss, es zu versuchen. Joe, hilfst du mir, von hier zu fliehen? Er schaute mich überrascht an. Was? Wie meinst du das? Willst du Liam nicht heiraten? Nein, will ich nicht. Aber wenn Liam hierher kommt, scheinst du dich immer so zu freuen, ihn zu sehen. Das ist nur gespielt. Ich muss so tun, als wäre ich glücklich darüber, ihn zu heiraten. Aber in Wirklichkeit will ich nur von hier weg. Ich wusste, dass es ein großes Risiko war, als ich Joey die Wahrheit sagte. Schließlich arbeitet er für Liams Eltern. Aber es war meine einzige Chance. Wenn er mir nicht half zu fliehen, dann würde ich keine andere Wahl haben, als Liam zu heiraten. Bitte, Joe, ich flehe dich an. Bitte sag, dass du mir helfen wirst. Ich hielt den Atem an. Er dachte nach. Okay, ich werde dir helfen. Danke, Joey, danke.
Gib mir einen Tag Zeit, um was zu arrangieren, okay? Ich nickte. In dieser Nacht konnte ich kaum ein Auge zudrücken. Ich wollte Joe vertrauen, aber im Hinterkopf hatte ich eine leichte Sorge, dass er sein Versprechen zurücknehmen könnte. Aber ich brauchte mir keine Sorgen zu machen, denn am nächsten Morgen, als die Tür aufging, kam Joey mit einem Lächeln herein. Komm schon, wir holen dich hier raus. Ich habe überall nachgesehen und die Luft ist rein. Liam und seine Eltern sind nirgends zu sehen. Joe steckte mir seine Hand entgegen und ich ergriff sie. Er grinste mich breit an und drückte meine Hand. Bei mir bist du in Sicherheit. Ich werde auf dich aufpassen. Wir rannten so schnell wie möglich aus dem Gebäude. Ich hatte keine Ahnung, wohin Joe mich bringen würde, aber ich vertraute ihm. Wir rannten und rannten. Schließlich konnte ich den Hafen vor uns sehen. Komm schon, ich habe ein Boot, das auf uns wartet. Wir sprangen auf das Boot. Joey ließ den Motor an und wir fuhren aus dem Hafen hinaus auf den Ozean. Das Land hinter uns entfernte sich immer weiter, was mich von meiner Vergangenheit trennte und Joey von seiner ebenfalls. Ich drehte mich um und schaute nach vorne, während wir weiterfuhren. Ich hatte ein wirklich gutes Gefühl, dass wir einer viel besseren Zukunft entgegensegelten. Joey ergriff meine Hand und wir lächelten uns an. Ich war noch nie so glücklich.